Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Herzlich willkommen auf Tabasco TV zum mit etwas Pech vielleicht vorletzten Teambuilding für die GPL. Ja, und zwar planen wir jetzt einmal gegen Bene, gegen den ich morgen spiele. Und ja, das wird ziemlich heiß, okay? Weil wenn wir da gewinnen, dann haben wir halt wirklich richtig gute Chancen auf die Playoffs. Und allgemein ist Bene definitiv immer jemand, auf den man sich freuen kann. Vor allen Dingen, wenn man wie ich noch nicht gegen ihn gespielt hat. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze wird. Ja? Und ich würde sagen, wir starten einfach wie immer mal mit der Gegenüberstellung der Kader. So, hier sehen wir sie. Ja, auf der rechten Seite sehen wir die 11 Pokémon von Bene, auf der linken Seite die von mir. So, wir haben hier immer alles mit Farben markiert und rot bedeutet, dass es in dem Matchup sehr gut oder sehr wichtig ist. Gelb ist okay, es hat seine Vor- und seine Nachteile und grün ist eher ungefährlich, ja. Genau, ich sag's auch heute nochmal dazu. Es ist ganz normal, dass ich meine Kader immer so ein bisschen schlechter farblich markiere als die vom Gegner, weil ich weiß ja, wo ich hier gamblen kann oder möchte, wenn ich beim Gegner solche Sachen zum Beispiel nicht ausschließen kann und nicht einschätzen kann, wie gut oder wie schlecht er manche Sachen oder Teambuilding-Gambles halt einschätzt. Deswegen ist es, glaube ich, normal. Man schätzt sein Matchup immer schlechter ein irgendwie als ja das Gegnerische. Meistens, okay? Genau. Aber das Matchup ist tatsächlich heute wirklich nicht so nice. Ich würde sagen, das ist der drittstärkste Kader gegen mich, nach den Kadern von Regi und Downy auf jeden Fall. Und hier kommt halt noch dazu, dass mit Bene der wohl beste Spieler der GPL dann hinterm Lenkrad sitzt, okay? Ja, also das Preppen war wirklich schwierig. Es hat an manchen Stellen nicht viel Spaß gemacht und ich bin am Ende auch mit einem Team rausgekommen, mit dem ich nicht 100% zufrieden bin, wo ich auch ein bisschen auf, ja nicht Glück setze, aber so ein bisschen auf mein Schicksal zähle und so ein bisschen das aus den Händen gebe und einfach hoffe, dass ich damit ins Schwarze treffe, denn ich muss gamblen, okay? Ich kann mir nämlich wirklich viele Sachen vorstellen, die ich mitnehmen möchte. Das sieht man nicht nur an den Farben, sondern das wird man jetzt auch sofort sehen, wenn wir einmal alle Pokémon von ihm im Detail durchgehen und anschließend meine und dann kommen wir nachher auch zu den 6 Pokémon, die ich mitgenommen habe. Dann zeige ich euch einmal ganz genau im Detail die Sets und dann ja, jammern wir noch ein bisschen gemeinsam über das Matchup und freuen uns hoffentlich auf einen wirklich coolen Kampf. So, also fassen wir mal zusammen. Wir haben hier einen Kader, der Sandelemente hat und ja sowieso sehr gut aufgestellt ist. Der wurde ja auch, er wurde zu einem der besseren Kader unserer Conference auch gezählt. Dem schließe ich mich an. Und ich muss sagen, je länger ich drauf geguckt habe, desto schlechter fand ich das Matchup. Also auf den ersten Blick dachte ich erstmal, okay, ja, sind ein paar Pokémon dabei, die sind krass, aber es sind auch ein paar Pokémon dabei, die sind halt nicht so krass. Aber je tiefer man reingeht, desto mehr Feinheiten sieht man hier. Und ja, es wurde dann für mich wirklich mit jeder halben Stunde, die ich hier dran gesessen habe, immer ein bisschen schwieriger. Ja. Wir widmen uns aber jetzt erstmal dem ersten Pokémon und das ist Tornadus T. Das ist ja so ein ziemlicher, ja, pun intended, evergreen unter den Draftmons. Ja, es ist super vielseitig und in diesem Matchup kann es das auch, okay? Schauen wir uns einfach mal was an, was kann Torn machen. Also erstmal ist er das zweitschnellste Mon im Matchup nach meinem Quaiutsu. Und ja, es ist gut gegen Pokémon wie zum Beispiel Superior. Ja, denn, ja, ich kann das Ding nicht chippen durch Belebekraft. Ich mache mit dem ersten Leafstorm auch nicht wirklich viel. Ich werde dann auch noch speedet und werde rausgeforst. So, und kommt mir bitte nicht mit Scarf Serb um die Ecke. Das ist ein Nonset. Also Scarf Serb kann man, glaube ich, wirklich nie spielen. Man muss immer irgendwie den Move wechseln können. Ja. Ich meine, ich könnte natürlich genauso wie bei Tauboss machen, dass ich hier einfach mit Giftblick das Torn predikte oder so. Oder das mit einem Sub mache oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, Torn lässt sich halt nicht so chippen wie ein Tauboss durch die Belebekraft. Ja. Allgemein ist halt Monoflug gar nicht mal so kacke. Klar, Rocks nerven, aber wie gesagt, Belebekraft. Aber es ist halt immer noch eine Resistenz für Grandiras zum Beispiel. Und ja, defensiv damit halt gar nicht mal so übel. Kann auch die folgen vielleicht, wenn man das möchte. Und ja, mit einer AV ausgestattet, auf jeden Fall nicht so übel. Aber jetzt kommt auch noch die Offensive dazu. Denn was kann ich da rein switchen? Okay, also eigentlich kommen da drauf rein nur Nachtara oder Landtour. Nachtara eben, weil der Bulk sehr, sehr groß ist, aber dafür hätte Torn halt die Kehrtwende, um darauf zu reagieren. Geht auf Landtour natürlich auch. Die Kehrtwende ist gegen Nachtara gar nicht mal so schwach, weil Torn auch gar nicht so wenig Angriff hat. Außerdem ist da noch der Kraftkoloss.
Landhun ist da deutlich besser gegen Tornadus aufgestellt, aber auch da ging dann halt Coverage. Wenn das Ding dann auf einmal physisch oder mixed ist oder ein Lorb hat und dann Knockoff drückt, dann kriegt auch Landhun davon ordentlich den Schaden. Ja, fassen wir zusammen. Thorn ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Matchup. Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Thorn kommt definitiv mit, aber egal welches Set, es ist gut gegen mich. Also wirklich. Sowohl defensiv als auch offensiv. Sogar Scarf hätte seine Nischen, eben weil es dann halt schneller ist als meine Dragon Dancer und gegen beide übrigens auch Coverage hat. Ja, also keine Ahnung. Jedes Thorn-Set der Welt kann was gegen mich machen. So. Und daher viele verschiedene Grundstrategien fahren kann, meiner Meinung nach, das ergründen wir gleich noch im Detail. Wie gesagt, Thorn passt in jede davon rein, für mich ist es deshalb absolut gesetzt und ich hasse es. Denn ich muss scouten gegen ein Pokémon, das mich sowieso verkloppt, egal was es für ein Set hat. Und das nervt mich, okay? Also vor Thorn habe ich richtig, richtig, richtig viel Angst. So, Toru macht das Ganze nicht viel besser. Er ist nur gelb markiert, hat seine Gründe, es wird outspeeded, es wird revenged. So, und es legt halt auch ein Pflanzenfeld, das will man vielleicht nicht unbedingt haben, wenn man hier gegen Serpy Royal spielt, aber wie gesagt, gegen Serp hat er sehr gute Antworten, also kann es sein, dass Toro trotzdem mitkommt, vor allen Dingen, da es halt offensiv auch recht gut ist. Ich habe richtig viele Pflanzenresistenzen, also irgendwie die Hälfte meines Kaders resistiert Pflanze, aber den macht er halt trotzdem noch guten Schaden, wenn er banned ist oder so, weil Bulu halt einfach ein Breaker ist, okay? Es kann nicht nur das, es kann auch noch ein paar andere Sachen, aber Bulu breakt. Das macht er einfach richtig gut. Das ist gegen mich halt auch nicht verkehrt. Das ist ähnlich wie bei Entei. Ein bisschen was breaken kann der immer, ne? Deswegen gelb markiert. Das ist kein Muss, aber ich muss ihn auf jeden Fall erwarten. So, Panferno finde ich wieder ein bisschen schlimmer. Ich habe natürlich auch ein paar Feuerresistenzen, die ganz nett sind. Zum Beispiel meine Bulky Drachen oder so. Landhun ist da nicht übel. Aber ja, gegen den Nahkampf, der dann vielleicht auch kommen könnte, sind diese Resistenzen mit Ausnahme von Altaria nicht mehr so gut dastehend. Und ja, gegen Altaria hat er halt einen Gangshot zum Beispiel. Ja, außerdem kann er auf U-Turn und gegen Altaria hat er definitiv mehr Antworten zu einer, kommen wir gleich, Bronzong. Also wie gesagt, Panferno hat hier mit Altaria ein Pokémon, das ihn nervt, aber ja, nicht genug, als dass man es nicht ausschließen kann. Und ja, Panferno macht hier richtig gute Arbeit. Also guckt mal meinen Kader an, der breakt halt eigentlich eine ganze Menge. Also gegen Nachtara muss ich gar nichts sagen. Gegen Pampos hat er Grassnot und ja, Flare Blitz für Jirachi. Also das Ding ist wirklich sehr, sehr gefährlich. So, dann kommen wir zu Despota, der als Einzelmon nicht ultra überragend ist, aber auch nicht schlecht. Ja, was am attraktivsten ist, ist wahrscheinlich, dass er hier Jirachi Pursuit trappen kann, Rocks legen kann, allgemein sowieso ein super bulky Pokémon ist. Ja, aber wenn man Bispark spielen möchte, das ist, wie ihr unten sehen könnt, rot markiert, also von mir aus definitiv gefürchtet, dann kommt Despota natürlich mit, ja. Ansonsten hat Despota ja ein paar Pokémon, die es Probleme hat, zum Beispiel mein Grandiras, der beide Steps resistet und auch Altaria kommt da einigermaßen gut rein, wenn es schon in seiner Mega ist. Ja, ich krieg's halt schon revenged, irgendwie auch Pampros zum Beispiel, den darf ich auch nicht vernachlässigen, der ist gegen Despota auch sehr gut, aber wie gesagt, gegen all diese Pokémon, die gegen Despota nice sind, hat halt Bene Antworten. Und ja, Despota ist ein Pokémon, das, wie gesagt, wenn die Strategie Sand von ihm erwünscht ist, dann ist es natürlich dabei, klar, so. Und damit geht es eben auch weiter. Anfangsstatement wieder mal für mich unterstrichen, keine Ahnung, Sand kann kommen, muss aber nicht. Er hat die Möglichkeit, okay? So, dann kommen wir aber zu Bronzong. Und das ist das Pokémon, was das Matchup von Altaria so tricky macht. Das habe ich ja gerade schon erwähnt, okay? Ja. Man denkt halt gegen Bronzong erstmal, da kann man ein bisschen Feuer-Coverage drauf spielen und wenn er Hitzeschutz hat, hat man halt das Erdbeben, aber er hat das Pflanzenfeld, okay? Und das ist eben ein weiterer Grund dafür, warum ich Bulu nicht unbedingt ausschließen möchte, oder möchte ich halt sowieso nicht, warum ich es halt nochmal ein bisschen wahrscheinlicher sehe, denn wenn das Ding Hitzeschutz hat und im Pflanzenfeld steht, dann kann Altaria dagegen nichts, aber auch gar nichts mehr machen, okay? Und das ist super nervig, ja. Weil ich mich dann halt immer hart wechseln muss, weil ich halt keine Stahlattacke von ihm abhaben möchte. Gyroball und Heavy Slam machen insanen Schaden gegen Altaria. Ich kann halt wechseln gegen das Ding. So, Bronzong ist passiv. Ich habe da ein paar Pokémon gegen. Aber wie gesagt, es chippt mich halt. Und ja, wenn das Ding nicht schwebt und im Pflanzenfeld ist, dann hält das eine ganze Menge aus. Also Bronzong passt in dieses Team wirklich ganz hervorragend rein. Ich finde, eigentlich an sich ist Bronzong nicht der allergeilste B-Pick, dafür flamet man mich manchmal, wenn ich das sage. Aber ich finde einfach, da gibt es ein paar bessere. Es ist auch nicht eines der schlechteren. Aber in diesem Team ist es wirklich richtig, richtig gut.
Ja, ansonsten, wie gesagt, Bonsong checkt nicht nur Altaria, sondern auch ein paar andere Pokémon. Jirachi zum Beispiel, man muss da nur einen Beulenhelm draufpacken, dann macht er das halt eigentlich schon. Gut, aber wenn wir mal als nächstes Libeldra, da kann ich es kurz machen, es kann mitkommen, aber es muss nicht, ich weiß es nicht wirklich. Man kann es irgendwie immer Dragon Dance zocken, weil sein offensives Typing ist halt ganz nice, aber es tut sich halt offensiv schon einigermaßen schwer gegen meine Bulky-Pokémon. Okay, so Altaria oder sowas zum Beispiel. Deswegen weiß ich nicht, was er damit machen möchte. Er kann es vielleicht auf Scarf spielen. Ich weiß nicht. Er hat nicht die allerkrassesten Scarfer. Ich glaube, Thorn wäre fast noch der Beste. Aber Thorn will man gegen mich wahrscheinlich am liebsten LV zocken. Oder irgendwie offensiv. Panferno vielleicht noch. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Also, ich will die Beldra nicht ausschließen. Aber es hat definitiv so ein paar Probleme. Auch gegen Pampros zum Beispiel wieder. Wenn es halt ein Dragon Dancer ist, macht er halt schon ganz guten Schaden. Ja. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es mitkommt, aber es muss nicht. Ich denke mal, er hat einfach ein paar Pokémon, die da ein bisschen krasser sind. Eins davon ist zum Beispiel Tandrak. Ja, also nicht, dass er jetzt hier irgendwie mit Libeldra um Kernmechaniken konkurriert, aber keine Ahnung. Tandrak ist rot markiert und das absolut zu Recht. Ich hasse dich, Tandrak, ohne Scheiß. Weil, Leute, ey, der kriegt halt T-Spikes, wenn ich mit Zerp oder mit Lantern was machen möchte. Er ist auch vor allen Dingen nochmal eine Feuerresistenz für Entei. Und er kommt auch in Quajutsu rein und ach, Tandrak ist so gut gegen mich, ne? Nicht nur defensiv mit Spikes und so, sondern halt auch offensiv. Ich meine, klar, ich habe Raichu, der dagegen richtig toll ist, aber auch der kriegt von so einem Specs Draco schnell mal irgendwie so 40% oder noch mehr. Und das ist sehr, sehr viel Schaden. Ich kann natürlich wishen, aber gegen ein Pursuit-Trappendes Mega-Despotar will ich eigentlich kein Jirachi-Set bauen, das super lange Sachen machen muss. Ja. Genau. Übrigens für die Leute, die sich das fragen, nein, auf Zerp hilft mir auch kein Drachenpuls. Das lebt Tandrak tatsächlich sehr gut. Ja. Also klar, ich chip den damit richtig hart, also Leafstorm into Dragonpuls bringt ihn sehr weit runter, aber er one-hitted mich halt. Und das will ich nicht. Das heißt, ich muss raus und das kann er mit T-Spikes predicten. Und über T-Spikes beschwere ich mich sehr oft, denn ich habe kein Grounded Gift-Pokémon, um die aufzusaugen und ich habe allgemein nicht die beste Hazard-Removal. Deswegen sehe ich Tandrak hier eigentlich schon als echt gesetzt, aber nicht mal als Pflicht. Weil er auch so 6 Pokémon zusammenkriegen könnte, die als Team sehr gut gegen mich sind. Da kommen wir nachher nochmal zu. Aber wie gesagt, Tandrak, absoluter Albtraum. Und der verbessert zum Beispiel Thorn auch nochmal ein bisschen, weil in Thorn werfe ich gerne Lantern rein. Aber Lantern drückt Bolt Switch, darauf kommt dann Tandrak rein und keine Ahnung. Womit will ich Tandrak revengen? Richtig, das funktioniert nämlich auch nicht so gut. Ja, also ich habe kein Pokémon, was da reinkommt und den Save One-Hitted. Und das ist echt nervig. Also ich müsste halt wirklich in Raichu rein und den dann mit mehreren Hits besiegen. Klar, dann geht er wahrscheinlich auch raus, aber er kann halt auch mal einmal versuchen, gegen Raichu zu T-Spiken. Unangenehm. Richtig unangenehm. So, dann kommen wir zu Bisbark. Ist auch ein simples Pokémon. Das Ding ist sau schnell im Sand. Es hat ordentlichen Schaden, geile Coverage und kann halt mit der richtigen Vorbereitung dann halt auch einfach sweepen. Oder auch einfach nach dem Kill Sachen revengen. Und das sieht bei mir hier halt auch nicht anders aus. Ich habe keinen richtig tollen Switch in Bisbark, außer vielleicht Pampros. Gegen den Rest hat er halt Coverage, gegen Raichu hat er Crunch. Gegen meine Drachen hat er Knuddler, der hat für Nachtara hat er Superpower oder Knuddler. Für Entei hat er halt ja seine Normal Steps, Stomping Tantrum, keine Ahnung. Der hat halt echt eine ganze Menge, okay. Und das Ding mit Lorb oder Band tut halt sau weh. Und das Einzige, was ich da reinhole, ist halt wirklich Nachtara, wenn er nicht über die richtige Attacke drückt und ich maximal physisch bin oder so. Oder halt Pampros. So, aber Pampros und Nachtara geben ihm halt auch wieder ein paar Möglichkeiten zu agieren, weil so halt gegen manche Pokémon, also Nachtara gegen alle, aber Pampros auch gegen viele hier eher passiv ist. Also Bisbark ist für mich schon fast ein alleiniger Grund hier, Sandfest zu erwarten. Er braucht den Sand nicht gegen mich. Aber warum nicht mitnehmen, wenn Bisbark so nice ist? Aber Bisbark ist, glaube ich, irgendwie immer nice. Ja. Ja, auch das eher schwierig. So, machen wir weiter mit Gastrodon, der hier definitiv die beste Antwort in Entei ist. Ich meine, Entei macht auch nicht wirklich viel gegen Tandrak und gegen Despotar. Aber Tandrak kriegt davon schon guten Chip, Despotar nicht. Despotar möchte aber nicht brennen. Gastrodon ist das Ganze ziemlich egal und Entei hat dafür auch keine Coverage. Gastrodon hat natürlich aber schon ein paar Probleme mit anderen Pokémon. Also er ist passiv, er hat natürlich Ice Beam gegen viele meiner Mons, kann Toxic drücken und so.
Aber gegen einiges macht er halt irgendwie gar nichts. Aber ja, vor allen Dingen so Serpi Royal. Aber wie gesagt, Serpi Royal hat seine sehr, sehr großen Probleme in diesem Matchup. Deswegen kann ich Gastrodon hier durchaus sehen. Vor allen Dingen, wenn er viel Angst vor Ente hat. Aber ja, keine Ahnung, er kann sich da halt auch durchaus einfach auf Despotar oder auf Tanrak verlassen. Also er muss es nicht mitnehmen. Ja, trotzdem muss ich das Ding auf jeden Fall vorbereiten. Ähnlich wie auch bei Rotom. Den würde ich hier am ehesten sehen, so als Defogger irgendwie. Aber ich bin halt gegen Elektro-Pokémon schon ganz gut aufgestellt. Lantern ist da auch wieder eine super Antwort. Ja, da, ja, genau. Kann ich eigentlich nur unterstreichen. Lantern ist halt ein super geiles Pokémon gegen Elektromons. Und normalerweise baue ich immer super Electric-weake Kader. Und diesmal bin ich da echt toll gegen aufgestellt. Deswegen Rotom vermutlich neben Fostelka, zu dem wir sofort kommen, das Pokémon, was ich am wenigsten erwarte. Aber wie gesagt, er spielt das super gerne und auch super gut. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass es trotzdem irgendwie als Defogger mitkommt, zwei, dreimal was macht und dann ist es gut. Vor allen Dingen, weil es auch gegen Pampros zum Beispiel sehr, sehr gut ist. Und Pampros muss er hier auf jeden Fall erwarten, eben weil Bisbark oder Despotar oder Panferno hier so gut sind. Ne? Genau, dann kommen wir zu Frostelka. Wie ich gerade schon angekündigt habe, ist das eher ein bisschen zu vernachlässigen, alleine dadurch, weil es ziemlich hart in Bronzongs Schatten steht. Denn, keine Ahnung, das Einzige, was Frostelka in diesem Matchup geil macht, ist halt Hazard stacken. Und das kann er wahrscheinlich besser einfach mit Tundrak machen. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich sehe halt nicht, dass er Frostelka über Bronzong mitnimmt und ich sehe ihn auch nicht beide mitnehmen. Deswegen, Frostelka kann ich nicht ausschließen, ich muss es preppen. Aber ich würde es eigentlich schon eher fast ausschließen. Also man kann schon fast grün markieren, okay? Also wenn es dabei ist, ist es nicht bad, das nicht. Aber ich glaube einfach wirklich, dass er hier viel bessere Pokémon hat. Ja, und ich würde halt einfach mal sagen, er kann alles mitnehmen. Alles kann dabei sein. Er kann Sand spielen. Er kann Hazard Stacking betreiben. Er kann defensiv spielen. Er kann super offensiv spielen. Alles kann, nichts muss. Und das ist unglaublich schwierig für mich, da dann auch irgendwie einzuschätzen, was ich machen kann, was ich machen muss. Ich muss auch in-game super viel scouten und manchmal kann es dann halt schon zu spät sein, wenn ich dann sehe, dass ich gegen ein Set falsch agiert habe, weil ich hier vor super viel 50-50 stehe. Weil Tundrak zum Beispiel muss nicht mitkommen. Und wenn er nicht dabei ist und ich ein paar Pokémon, die er hart pressert, dafür extra zu Hause lasse, dann würde ich mich voll ärgern. Bei Gastrodon ist es ähnlich, bei Despotar ist es ähnlich, bei Bronzong ist es ähnlich. Das sind alles so ein paar Pokémon, die manche meiner Mons so richtig hart unter Druck setzen. So hart, dass ich die deswegen vielleicht, und dazu kommen wir natürlich gleich, nicht mitnehme. Und sie wären aber mega gut, wenn ich sie dabei gehabt hätte. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der klassische Teambuilding-Gamble. Und der ist hier sehr, sehr groß. Der ist nicht nur auf viele Einzel-Pokémon hier anzuwenden, sondern auch auf die Gesamtstrategie. Das sehen wir gleich im Detail. Aber ich möchte euch jetzt nochmal ganz kurz was zu meinen Pokémon sagen. Ich werde mich hier für immer etwas kürzer fassen. Ich hoffe, dass ich nicht wieder eine halbe Stunde brauche. Ja, aber wie gesagt, ich habe zu einigen Monster gerade schon was gesagt. Also, versuchen wir es einfach mal. Jirachi ist sehr, sehr wertvoll, weil es Attacken von Tornadus oder von Bulu oder von Tundrak zum Beispiel resistiert. Und das ist super, ja. Vor allen Dingen Tundrak ist ja sehr gefährlich für mich und dafür möchte ich halt Jirachi schon gerne mitnehmen. Probleme hat Jirachi ja eigentlich auch nur mit manchen defensiven Pokémon, also er macht nicht wirklich was gegen Bronzong oder gegen Gastrodon. Ja, und ansonsten hat er noch Probleme mit Despotar, aber auch dagegen kann man sich wehren und so weiter und so fort. Also Jirachi ist ja eigentlich, das ist ein klassisches Matchup für Jirachi. So, es gibt ein paar Pokémon, die nerven, aber so richtig kacke ist er halt nicht, okay? Und für mich ist er halt einfach wertvoll, eben weil ich den als Pivot benutzen kann. So, kürzen wir das an der Stelle ab und widmen uns schon Altaria. Ich habe gerade schon einmal gesagt, Altaria hat enorme Probleme mit Bronzong. Also gegen den macht er gar nichts. Es gibt in Altarias Movepool nichts, um Bronzong irgendwie im 1v1 zu besiegen. Aber gegen den Rest ist Altaria super. Denn er wird eigentlich von nicht wirklich was ge-one-hitted, außer von Tundrak. Aber ja, gegen Tundrak wechsle ich halt. Und wenn er gechippt ist, kann Altaria den halt auch besiegen, weil Tundrak nicht resistiert. Ja, aber er nimmt nicht nur viele 1v1s ein, dank seines Bulks und des Typings. Altaria kann tatsächlich auch gar nicht mal so wenig Schaden machen. Wie gesagt, das einzige Pokémon, was da reinkommt, ist Bronzong. Der Rest kriegt davon ziemlich viel Damage. Von so einer Hyper Voice oder auch von einer Return. Okay. Genau, aber eben weil Bronzong da ist, kann ich mir auch keinen Dragon Dance erlauben. Das geht nicht. Und ja, wenn Bronzong dann nicht dabei ist, dann hätte ich gerne Dragon Dance gespielt.
ihr seht es. So. Deswegen ist Altarias Matchup nicht richtig kacke. Aber wie gesagt, ein Pokémon ist da, was ihm richtig Albträume macht. Grandiras hat es da etwas besser. Der kommt zum Beispiel richtig easy auf Despotar rein und resistiert natürlich auch was von Bulu und von Panferno und so weiter und so fort. Und dank seines Bulks kann er sich hier zum Beispiel in der Theorie auch gegen einige eher passivere Pokémon wie Bronzong oder Gastrodon halt setupen. Und ja, auch das Schadenspotenzial ist nicht ultra schlecht. Man hat hier halt eine Fee, natürlich, die kommt da rein, aber für die hat man auch in der Theorie Stahl- oder Giftattacken. Tornadus resistet auch was, könnte auch mit Beulenhelm ausgestattet sein. Ich erwarte Tornadus ja sowieso eher ein bisschen bulky, aber wenn wir zum Beispiel Drachentanz zocken würden, wären wir da schneller. Also ja, ich denke mal, dass Grandiras auch eins der unangenehmeren Pokémon ist für Bene. So, zu Serp habe ich ja schon oft genug was gesagt, dass das Pokémon ist Non-Plus-Ultra-Matchup-based und diesmal leider, ja, so richtig schwarz-weiß. Also eigentlich ist das voll geil, weil es breakt halt die Defensive ziemlich gut. Und vor allen Dingen könnte hier ein Pflanzenfeld kommen, aber Tornadus und Tandrak sind gegen den richtig heftig. Und auch da ist halt Hitzeschutz Bronzong nicht so bad gegen, okay? Ja, also wie gesagt, keine Ahnung. Ich will Serp gerne benutzen, um hier manche Mons irgendwie abzufangen. Es ist nicht bad gegen Despotar oder gegen Gastrodon und die kann ich damit schon ordentlich unter Druck setzen, aber keine Ahnung. Da gibt es halt Tornadus und Tandrak und ja, gegen Tornadus könnte ich halt noch einen Giftblick drücken, aber wenn die beide dabei wären, dann weiß ich schon nicht, was ich machen soll, weil ob ich Tandrak jetzt auf dem Switch mit Giftblick erwische oder nicht, ist relativ egal. Und nee, Drachenpuls macht echt gar nichts gegen den. Also keine Ahnung, wenn der so speziell defensiv ist mit Black Sludge oder so, nee, da geht gar nichts. Deswegen, keine Ahnung, Serp hat hier seine Mons, für die ich das gerne mitnehmen möchte, aber es wird auch sehr hart gekontert von einigen. So, Quajutsu ist eigentlich wieder ganz gut, das kann ich eigentlich auch ganz simpel machen. Es ist das schnellste Mon im Matchup, es ist ein Revenger mit guter Coverage und es gibt hier wenig Pokémon, die das richtig, richtig hart kontern. Und das Beste ist wahrscheinlich noch so Tandrak und Gastrodon. Auf die beiden könnte ich U-Turn drücken, für die beiden hätte ich auch Coverage in Form von Ice Beam oder Grassnot zum Beispiel. Oder auch Kraftreserve Pflanze ist beides gleich stark gegen Gastrodon, aber ja, wie gesagt, also Gren wird hier von nichts richtig hart gewallt. Und kann deswegen in der Theorie eigentlich auch ganz gut revengen. Also sobald er mit irgendwas einen Kill macht, sollte ich halt Greninja reinwerfen können. Und ja, ich kriege dann entweder auch einen Kill oder ich chip etwas gut an, denke ich mal. Klar kann hier mal so eine Surprise-AV oder Anti-Beam um die Ecke kommen. Aber wie gesagt, Greninja soll revengen und in diesem Matchup kann es in der Theorie richtig, richtig gut machen. So, Entei soll brechen und ich habe auch gerade schon gesagt, Entei hat hier seine Probleme, ne? Despotar, Tandrak, Gastrodon sind so ein bisschen das Schlimmste hier, aber gerade Despotar, wie gesagt, wird nicht verbrannt werden, Tandrak wird gut gechippt, Gastrodon auch einigermaßen, kann natürlich auch dann durch den Burn noch ein bisschen weiter unten gehalten werden, muss dann auch schnell recovern und ist auch passiv. Also, wie gesagt, Entei ist ganz okay, also wie gesagt, er bricht ganz gut, es gibt Switch-Ins, aber die kosten dann teilweise auch ein bisschen Tempo, wenn er da gewisse Sachen machen möchte. Ne? Also wie gesagt, Entei's Matchup ist auch okay. So, das von Nachtara finde ich schlecht, um ehrlich zu sein. Also ich sage ja normalerweise, Nachtaras Matchup ist nie kacke und nie gut. Aber die Sache ist halt einfach, schaut mal hier nach rechts und sei mal ganz ehrlich, was will ich damit wallen? Klar, ich komme, wenn ich Nachtara richtig auslege, immer auf ein paar Pokémon rein. Thorn vielleicht, auf Despotar, auf Tandrak und so weiter. Aber ich mache diesen Mounts im Gegensatz zu gar nichts. Das ist eben das Problem. Also was Nachtara hier machen könnte, wäre wirklich nur Baton Pass. Und ja, das sehe ich halt hier irgendwie nicht so wirklich. Ja. Genau, deswegen habe ich das hier auch gar nicht considered. Und kann schon mal spoilern, dass Nachtara, der viel gemacht hat in den letzten Matchup, diesmal nicht dabei ist. So, Golbat ist ein bisschen besser, aber auch nicht richtig gut. Also es ist ja auch ähnlich, Golbat ist wie Nachtara auch so eine Art Blanket-Check, der immer ein bisschen was machen kann, langsames Momentum holen kann. Ja, aber es gibt hier Pokémon, die kommen da for free rein. Rotom zum Beispiel ist dafür sehr, sehr schlimm, aber ein paar andere Pokémon, dagegen ist Golbat halt wieder ganz gut. Vor allen Dingen als Resistenz gegen sowas wie Bulu. Und ja, vielleicht eine Fighting-Resistenz für Panferno oder sowas. Auch in Tandra kann man okay rein, die Belder vielleicht mal. Aber es gibt halt ein paar Pokémon, mit denen tut Golbat sich echt schwer. Da kann er wirklich nur so Superzahn auf den Switch machen. Und meistens muss ich mich auch heilen. Also wie gesagt, über Golbat habe ich auch schon ein bisschen mich, ja, echauffiert. Es ist kein richtig tolles Draft-Pokémon und sehr, sehr teuer MC. Also da habe ich mich auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, ein bisschen vergriffen. Ja?
Ja, also wie gesagt, an sich ist es halt nicht kacke, aber im C, ja, egal, dazu vielleicht ein andermal mehr. So, Landtouren, super geil gegen Thorn in der Theorie, allerdings, habe ich ja eben schon mal gesagt, es gibt Gastrodon hier, der beide Steps resistet, also ich kann nicht frei Scolden, nicht frei Volt switchen, das ist kacke. Landtouren hat keine Pflanzen-Coverage, außer Hidden Power. Ja, und außerdem ist ja dann nochmal Tandrak, der kommt hier for free drauf und drückt halt einfach T-Spikes, okay? Und das nervt. Also wie gesagt, Landtouren wäre ja richtig geil gegen einige Mons, wäre aber auch richtig kacke gegen ein paar andere. Deswegen müssen wir mal schauen, ob Landtouren hier einen Platz findet. Das ist wirklich auch sehr, sehr abhängig davon, was ich predikte. Dann kommen wir zu Pampros, habe ich eben schon bei vielen physischen Mons erwähnt, das kann ich ganz kurz machen. Gegen physische Mons ist der immer gut. Es gibt hier ein paar Pokémon, wie zum Beispiel Panferno, die haben da Grassnot-Coverage gegen und das nervt, aber Pampros ist hier, ja, keine Ahnung, gegen Bisbark im Sand halt wirklich richtig gut. Er nimmt davon auch keinen Schaden. Und ja, wie gesagt, Pampros kann was machen, aber er hat auch ein paar Pokémon, die nerven. Das sind zum Beispiel die meisten Dinger, die hier fliegen. Vor allen Dingen hier Boreos und Rotom. Ja, bei Geradax mache ich es ganz kurz. Den habe ich alleine deshalb nicht konzidiert, weil er auf plus 6 mit nichts auf der Welt Despota one-hitten kann. Ja, also wenn ich von maximalen physisch-defensiven Despota ausgehe. Deswegen, keine Ahnung, es ist mir ein bisschen zu unsicher. Und ich will mir das Matchup nicht noch komplizierter machen, als es ohnehin schon war. Deswegen habe ich das Ding hier auch nicht beachtet. Okay. Fassen wir also nochmal zusammen. Bene kann hier viele Sachen machen. Es fällt mir unglaublich schwer zu predikten, was er machen möchte. Also es kann Sand kommen, muss nicht. Es kann Hazard Stacking kommen, muss nicht. Es kann beides kommen. Es kann nichts von beidem kommen. I don't know. Ja. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, welche Pokémon ich eingepackt habe. Und wie ich versuche, dann hier irgendwie so ein Spagat hinzukriegen, dass ich mich gegen die meisten Sachen gut zur Wehr setzen kann und dann auch noch irgendwie ein bisschen Druck mache. Ja. Dazu blenden wir wie immer die Übersicht hier aus und widmen uns diesen 6 Pokebällen hier, die wir sofort mit wunderbaren Sets füllen. Und den Anfang macht Jirachi. Ist eigentlich wenig verwunderlich, habe ja eben gesagt, das Matchup von dem ist eigentlich ganz gut. Und auch das Set, das ich jetzt ausklappe, sollte demnach keine Überraschung sein. Wir sind hier so nämlich ein Pivot, okay? Gar nichts Besonderes. Also wir kommen rein, nutzen so ein bisschen das Typing aus und drücken Kehrtwende. Das machen wir vor allen Dingen gegen Thorn oder gegen Tandrak. Deswegen sind wir auch so ein bisschen speziell defensiv investiert und ja, können dann hier so ein bisschen was machen. Aber auch gegen Bulu können wir zum Beispiel mal reinkommen oder ja, vielleicht auch gegen Bisbark oder so. Wenn der vielleicht gechoiced ist oder sowas, dann geht das auch. Ja, wir greifen hier mit dem Eisenschädel an. Also das ist vor allen Dingen gegen Bulu oder Despota ganz nice. Und macht eigentlich neutralen Schaden auf vieles. Aber eigentlich wollen wir halt gar nicht so lange angreifen, sondern eher halt direkt Kehrtwende drücken. Vielleicht mal die Tarnsteine, wenn irgendwie gerade eine Möglichkeit da ist und ich nicht mega viel Angst vor einem Pursuit habe. Oder vor einem Wechsel auf ein Pokémon, das Jirachis Passivität dann so ein bisschen ausnutzt. I don't know. Also in den meisten Fällen werden wir reingewechselt und wahrscheinlich direkt wieder rausgehen. Und wenn wir dann ein bisschen gechippt sind, können wir am Ende vielleicht Heilopfer drücken und das eine oder andere Pokémon wiederholen. Und das könnte sich nämlich auch durchaus bezahlt machen. Und ja, genau diese Art von Überraschungsfaktoren, die können halt schon einen Gegner mal überrumpeln, der eigentlich besser ist als man selbst. Und ja, das kann einen dann schon mal den Sieg bringen. Ne? Anti-Unlichtbeere ist, denke ich mal, selbsterklärend, das brauchen wir gegen Despota, aber ist auch gegen Knockoffs zum Beispiel von Thorn nicht schlecht, gegen Crunch von Bisbark. Und ja, auf jeden Fall ganz cool. Um den EV-Split genauer zu erklären, ich wollte so viel Speed haben, dass ich immer schneller bin als Bulu. Dafür sind die 156 inne drin. Und den Rest habe ich dann einfach in KP gesteckt und dann in die Spezialverteidigung, die wir mit dem Wesen natürlich auch verstärken. Denn, wie gesagt, ich rechne eher damit, dass ich in Tandrak oder Boreos reinkommen muss. Und ja, aber auch gegen manche physische Angreifer wie Jirachi in der Theorie ganz gut was machen können. Ja, also wie gesagt, ist ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Teams. Werde ich auch früh mal auf die Bühne bringen, denke ich. Und dann mal gucken, ob ich ein paar offensive Pokémon damit reinbekomme. Ja, das erste offensive Pokémon in dieser Reihe ist Entei. Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, es gibt hier 3 Pokémon, die in Läuterfeuer gut reinkommen, aber die machen das auch nicht so gerne. Aber wie gesagt, es ist halt Läuterfeuer. Okay, es ist immer unangenehm. Und wir gucken uns das Set mal an und sehen hier, dass wir diesmal mit dem, ja, eher klassischen Event-Entei unterwegs sind. Wir haben hier nämlich noch das Turbo-Tempo drauf, allerdings kein Flammenblitz und allgemein noch 2 sehr merkwürdige Attacken, ja. Also Kraftreserve ist nicht so merkwürdig, das hatten wir auch gegen Sumpex von Belly schon. Das ist hier ganz klar natürlich für Gastrodon und das macht im Pflanzenfeld auch sehr viel Schaden und reicht hier easy für einen Two-Hit, ja. Mit ein bisschen Chip, also brauchen wir wirklich nicht viel,
machen wir auch so gegen Gastrodon schon Tourid. Weil wenn Gastrodon auf Entei reinkommt, dann wird es wahrscheinlich auch physisch defensiv sein. Ja, Zertrümmerer sieht sehr bescheuert aus. Der ist gegen Despotar und nein, der macht gar keinen Schaden. Aber wenn wir den 50% Verteidigungsdrop bekommen und Despotar nicht unbedingt komplett physisch defensiv ist, dann können wir mit dem zweiten Zertrümmerer tatsächlich zum Kill ansetzen. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch ein bisschen Rock Damage dazukommt oder sowieso vielleicht mal ein bisschen Chip drauf gelandet ist. Ich weiß, wir müssen Despotar damit predikten. Und wir können auch einfach Läuterfeuer drücken und ihn zu burnen, aber ich brauchte hier sonst nicht wirklich was. Flammenblitz wäre natürlich noch gegangen, aber ja, ich habe mir einfach gedacht, es wäre nicht so schlecht, damit hier vielleicht mal was zu machen. Okay. Genau, also wir werden ihn wahrscheinlich nicht drücken. Ja, in den meisten Fällen drücken wir einfach Läuterfeuer oder wenn Gastrodon dabei ist, können wir vielleicht auch mal eine HP Grass Prediction machen. Ansonsten bewahren wir uns Entei auf und drücken vielleicht im Late Game Turbo Tempo und gucken mal. Ja, ihr seht schon, ich habe hier den Expertengurt drauf, kein Band. Das ist ja ein Item, das man normalerweise gerne und schnell auf Entei packt. Aber ich wollte diesmal auf jeden Fall den Move wechseln können. Ja, also wenn nämlich zum Beispiel eins dieser Pokémon mit einer Feuerresistenz reinkommt, so gerade Gastrodon oder Despotar, und die sind schon sehr gechippt, und er rechnet damit, dass ich nicht den Move wechseln kann, und ich kann es auf einmal doch, dann mache ich auf einmal einen Kill, okay? Und das ist nice. Ja, außer will ich auch nach einem Läuterfeuer vielleicht mal schnell auf ein Turbo-Tempo wechseln können, um dann safe was zu überholen und dann zu killen. Ja, ich habe super lange darüber nachgedacht, welches Damage-Item ich hier nehme. Also den Life-Orb, den hätte ich am liebsten dreimal gespielt auf Pokémon hier heute. Ja, also Spoiler, der ist gleich auf einem anderen drauf. Entei wäre auch ein Pokémon gewesen, wo ich das durchaus gesehen hätte. Natürlich ist man da mit Sandsturm und mit Rocks, für die Entei ja auch eine Schwäche hat, dann schnell sehr low. Ja, wie gesagt, Life-Orb wäre nicht übel gewesen. Ja. Ansonsten war natürlich auch Muskelband so eine Sache, aber ich habe mir gedacht, Muskelband verstärkt Turbo-Tempo, aber da ist die Zahl nicht ganz so wichtig, beim Läuterfeuer auch nicht. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal den Expertengurt, dann mache ich dann mit dem mit der Hidden Power Grass einfach 20% mehr und damit kriege ich dann halt wirklich ziemlich sicher 2 Hits auf Gastrodon drauf. Ja, ich hoffe, dass es dabei ist, ansonsten werde ich mich sehr ärgern, dass ich nicht Muskelband gespielt habe. Aber wie gesagt, das sind dann halt auch nur 10%, die mir auf Läuterfeuer oder Turbo-Tempo fehlen. Ich meine, auf Zertrümmerer wird es in den meisten Fällen egal sein, das wird ich fast nie drücken. Und ich sag mal so, Läuterfeuer macht gegen die Mons, gegen die ich das drücke, eh sehr viel Schaden. Da sind dann 10% mehr oder weniger am Ende wirklich egal. Die könnten mir höchstens bei einem Turbo-Tempo fehlen, wenn ich dann am Ende 10% Schaden mehr gegen Bisbug brauche oder so, okay? Aber wie gesagt, alle Damage-Items haben hier so Nischen übereinander und das ist einfach davon abhängig, was im Kampf passiert, was er so mitnimmt und wir schauen einfach mal. Ja. Ansonsten sind wir hier gespeedcreeped auf, lasst mich lügen, es müsste Bisbark sein, genau. Und den wollte ich außerhalb des Sandes auf jeden Fall überholen können. Ansonsten gibt es zu Entei nicht wirklich viel zu sagen. Wir können ihn mal offensiv in Bulu reinwerfen, vielleicht auch mal in passive Pokémon wie Bonesong oder so. Ja, ansonsten wird er ziemlich eindeutig ein paar Pokémon reinluren für uns. Das können wir uns eventuell auch zunutze machen. Also die Switch-Ins sind begrenzt. Mal gucken. Ich denke mal, dass ich versuchen werde, mit Entei Frühdruck zu machen. Aber wir müssen natürlich erstmal gucken, was er überhaupt dabei hat. Wie ich schon 8000 Mal erwähnt habe in diesem Teambuilding, da hat er einige Möglichkeiten. So, aber jetzt kommen wir von roher Power zu erfolgreichem Revengen. Und ja, natürlich, es ist Quajutsu. Muss mit. Ist völlig klar. Okay, das ist in dem Matchup wirklich gut. Es ist auch total simpel, das Set. Ich klappe es mal direkt aus. Hier ist der Lorb drauf und wir sehen hier mit Wasserschurigen, Finstaucher, Eisstrahl und Strauchler 4 Attacks ohne Kehrtwende. Denn ich habe mir gedacht, ich will auf gar nicht so viele Mons überhaupt Kehrtwende drücken. Ich meine, Tandrak und Gastrodon sind schon Mons, die reinkommen. Für Gastrodon habe ich Strauchler. Tandrak kann ich mit dem Eisstrahl auch treffen. Ich muss es natürlich jetzt predikten. Aber ich kann halt auf Tandrak auch wechseln. In Gastrodon könnte ich vielleicht sogar mal drin bleiben. Ich meine, der tut mit Erdbeben weh, aber es gibt noch das Grasfeld. Ne? Deswegen kann es sein, dass ich hier niemals Kehrtwende drücken würde. Und deswegen fand ich die meisten anderen Attacken hier wichtiger. Also Wasserschurigen ist halt ganz klar super wichtig für Bisbark im Sand, für Panferno zum Beispiel, damit der mit dem Machpunch nicht schneller ist. Vielleicht auch mal für ein paar Scarfa ganz interessant. Finsteraura ist meistens eher ein bisschen zu vernachlässigen, trifft aber viel neutral, ist auch gut gegen Bronzong und gegen Rotom. Eisstrahl ist ja deutlich wichtiger hier gegen Thorn, gegen Bulu und so weiter, gegen die Beldra, gegen Tandrak. Und am Ende habe ich noch den Strauchler draufgepackt, weil mit den anderen Moves würde ich gegen Gastrodon nicht wirklich viel machen. Und entweder U-Turn ich auf Gastrodon oder ich drücke Strauchler, aber ich habe mir gedacht, Strauchler ist nicht übel
oder kann man auch mal gegen Despotar tatsächlich was machen. Denn ich glaube, dass Strauchler jetzt tatsächlich der stärkste Move ist gegen Despotar. Klar, der hat sehr viel Spezialverteidigung im Sandsturm, aber er ist auch sehr schwer. Und da wir keinen Scald oder Surfer drauf haben oder auch keinen Low Kick, ist Strauchler da auf jeden Fall ganz gut. Ihr seht schon, ich hätte am liebsten noch mehr Attacken drauf gespielt, aber ich dachte, dass ich mit diesen vier hier auf jeden Fall am besten aufgestellt bin. Ja, also wie gesagt, Item ganz simpel, Moveset ganz simpel, der EV-Split auch. Wir müssen Max-Speed spielen, genau, damit wir Tornadus outspeeden. Ja. Also, ja, zu diesem Grand gibt es halt eigentlich gar nicht wirklich viel zu sagen. Das Set ist wirklich schon, das ist ein Showdown-Set schon fast, außer dass Protein drauf wäre normalerweise. Ja, und ja, keine Ahnung. Es gibt auch nicht so wirklich viel Tricky für ihn hier im Matchup. Also, er wird schon ganz gut Druck machen können gegen die meisten Mons. Manchmal braucht er ein bisschen Vorarbeit, aber gegen die Mons, wo ich nicht drin bleibe und einen Move drücke, habe ich halt meistens auch ganz gute Switch-Ins. Schauen wir mal. So, als nächstes kommt Pokémon, das für mich auch absolute Pflicht war. Denn ja, Pampros muss mit, sonst scheiße ich mich komplett vor Bisspark ein. Denke mal, das war auch nicht wirklich komisch, dass ich das hier einpacke. Das sollte niemanden überraschen. Und das Set ist demnach auch kein Hexenwerk. Schauen wir uns das mal im Detail an. Ja, Pampros ist hier unser Tarnsteinerleger Nummer 2 neben Jirachi. Und wir haben hier das maximal physisch-defensive Investment mit dem pfiffigen Wesen und dem Beulenhelm. Das ist auf jeden Fall das, was mir hier am besten gefallen hat. Ich hätte natürlich auch Lefties zocken können, auch nicht schlecht. Aber ich wollte das Bisbug auch chippen können, damit ich nämlich mit den Prius von Kyoutsu oder mit Entei dann am Ende auch zum Kill ansetzen kann. Weil ansonsten könnte Bisbug halt einfach rausgehen. Und das ist ein bisschen blöd. Deswegen muss ich das Ding auf jeden Fall chippen mit Rocks und mit Rocky Helmet. Und wenn das so auf Hälfte ist, dann soll ich das Ding auf jeden Fall verarzen können. Ja? Deswegen war mir Beulenhelm hier sehr, sehr wichtig und ich habe mich eine Sekunde drüber nachgedacht, was anderes drauf zu packen. Ansonsten spielen wir statt dem Erdbeben die Pferdestärke. Ist auch klar warum. Das liegt an dem Grasfeld. Das ist natürlich ein bisschen schwächer, aber auch nicht viel. Also mit 95 Power sollten wir da auf jeden Fall schon ganz gut was machen. Ich würde mich nur hart ärgern, wenn Budo nicht dabei ist und ich die Pferdestärke misse. Das kann nämlich passieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich weiß halt sowieso nicht, ob ich Pferdestärke direkt drücken würde, denn er hatte viele schwebende Pokémon und ich kann hier auch wieder ganz gut den Rambos drücken. Wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, der macht auf Pampros meistens richtig viel Schaden. Und es kann natürlich auch sein, dass ich auch einfach mal Erholung drücken muss. Die ist dafür da, dass wir nämlich eben sehr, sehr langlebig sind. Wir haben keinen Rest Talk drauf, aber wir haben ja den Rocky Helmet, okay? Und da Bisbug, das ist das Main-Ziel für dieses Pampros, ja nur Kontakt-Moves kann, also fast nur... Ja, sollte auch ein schlafendes Pampros hier noch ganz gut gegenhalten können. Und eventuell können wir mit dem Heilopfer von Jirachi Pampros auch mal wiederholen. Also, ja, das ist eins dieser Pokémon, wo sich das durchaus lohnen könnte, das im Late Game nochmal hochzuholen, wenn er fest davon ausgeht, dass er es eigentlich schon weit genug gechippt hat. Und dann ist es nicht mehr nur ein Sack, sondern auf einmal wieder eine Wall. Ja, deswegen. Ja, zu Pampros gibt es ansonsten nicht wirklich viel zu sagen. Wenn Bisbug dabei ist, spare ich mir das sehr lange auf, aber es kann auch gegen Panferno oder gegen die Beldra zum Beispiel was machen. Ja. Genau. Ja, ich habe hier zwei Pokémon mit Tarnstein, wie ich gerade schon erwähnt habe, die beide defensive Aufgaben haben und deswegen spiele ich eben auch Double Rocks, weil ich mir beide durchaus mal für ein bestimmtes Pokémon lange aufbewahre und so ist die Chance ein bisschen höher, dass ich doch mal im Early die Tarnscheine rausbekomme, weil ich weiß ja nicht, wann er mit welchem Pokémon agieren möchte, okay? Und ja, deswegen, wenn man Tarnscheine auf Pokémon packt, dass man extra für ein Pokémon mitnimmt, dann kommt es halt ganz oft dazu, dass man die Rocks einfach gar nicht legen kann. Das ist auch ein Fehler, den viele machen. Und dann ist es manchmal ein bisschen besser, Double Rocks zu spielen oder Triple oder Sechsfach Rocks, ne? Einfach mit Stein werfen, so. Nun kommen wir aber mal zum fünften Pokémon, weil auch zu Pampros gibt es halt, wie ihr seht, nicht wirklich viel zu sagen. Recht simpel. Und bei Grandiras, das dabei ist, ist es wieder ein bisschen anders. Ich habe ja schon gesagt, Grandiras ist echt nice. Vor allen Dingen, weil es super ist gegen ein Despotar, weil es auch sehr, sehr viele 1v1s einnimmt durch seinen Bulk und dank ein paar sehr schöne Resistenzen. Ja, und was möchte ich mit Grandiras hier machen? Also wie gesagt, ich will hier setupen, okay? Und zwar mit diesem Set hier. Und wir sehen hier den Schwächenschutz, total dumm. Und das ist das dritte Pokémon, auf dem ich eigentlich gerne Leben Orb gespielt hätte, weil, ja, Grandiras hat nicht den höchsten Schaden mit Coverage Moves. Im Nahkampf sieht das schon ganz gut aus, aber mit den Coverage Moves sieht es meistens ein bisschen mau aus. So, aber ich brauchte den Leben Orb auf jeden Fall auf Kyoutsu, damit der auf jeden Fall auch genug Damage macht. Deswegen hat er hier keinen Platz gehabt und ich habe kein Item gefunden, mit dem ich wirklich zufrieden war. Auch ein E-Belt oder ein Muskelband oder sowas, überhaupt nicht. Und dann habe ich mir so überlegt, okay,
ich Dragondance gegen Bronzong und Gastrodon vielleicht und die haben bestimmt einen Psycho-Move und einen Ice-Beam dabei und ja, die machen mir auch ungefähr nur die Hälfte und dann wäre ich ziemlich schnell auf plus 3 und dann wäre natürlich schon fast GG. Also klar, Scarfer oder Bisbark im Sand kommen daran noch vorbei, aber alles andere wird halt richtig hart zerdeppert, okay? Ja, und vielleicht kriege ich auch einen zweiten Drachentanz mal raus oder so, I don't know. Ich hatte auch überlegt, hier Autotomize zu zocken, aber dann fehlt mir so ein bisschen der Schaden. Also, Weakness Policy ist nicht das Core-Item, okay? Denkt euch das einfach weg. Denkt euch, ich wollte gerne einen Dragon Dance Grandiras mitnehmen und konnte mich nicht für ein Item entscheiden und habe am Ende gedacht, YOLO. So, das ist eigentlich schon der gesamte Set-Findungsprozess. So, aber wir gucken uns das Set jetzt mal genau an. Neben dem Drachentanz finden wir natürlich noch einen Nahkampf, der ist selbsterklärend, ist hier der stärkste Move und macht auch richtig viel Schaden gegen die meisten Mons. Und ja, alles was das resistet, zum Beispiel Tandrak, treffen wir Drachenklaue oder mit Ice Heap. Drachenklaue allgemein zum Beispiel noch gegen ein paar Pokémon, die Nahkampf resisten ganz gut, gegen Rotom zum Beispiel. Und der Ice Heap ist natürlich auch nochmal sehr gut gegen Tornadus oder gegen das Budo. Ja, also mit diesem Set treffen wir in der Theorie alles ganz gut. Haben natürlich kein Damage-Item, aber wie gesagt, wir haben dafür auch den Bulk, um ziemlich safe den Drachentanz zu holen. So, gespeedcreept waren wir so, dass wir auf plus 1 Torn überholen immer. Ansonsten habe ich gedacht, gehe ich hier mit ein bisschen Bulk raus. Ich hätte natürlich auch noch Froh spielen können, um Bisbark und Bulu immer zu überholen, aber ich habe mir gedacht, ich brauche hier das harte Wesen, da ich eben hier kein Damage-Item spiele. Ja. Deswegen bin ich hier mit nicht ganz so viel Speed unterwegs. Es kann sich eventuell rächen. Eventuell komme ich ja mal so, dass ich sehe, ey, ich hätte jetzt zwei Drachentänze rausbekommen und mit zwei Drachentänzen bin ich auch immer schneller als Bisbark. Aber ich weiß nicht, ob es soweit kommt und ob ich überhaupt so redesignen möchte. Ich glaube, es ist hier eher ein bisschen besser, dass ich auf einen Drachentanz gehe und dann versuche, ein bisschen anzugreifen. Also ja, Grandiras ist hier das Pokémon, wo ich versuchen werde, defensivere Pokémon ein bisschen auszunutzen. Und das sind halt eben Despotar, Bronzong und Gastrodon. Und vielleicht auch Rotom unter Umständen. Klar, der kann Irrlicht zocken, aber da müssen wir mal gucken. Auch Forstelka natürlich, wenn es mitkommt. Ich erwarte es nicht, aber es kann natürlich sein. Genau. So, und bei diesem Pokémon war ich mir sehr sicher, was ich mitnehme. Und am Ende habe ich dann sehr lange gestruggelt, was packe ich als sechstes Pokémon ein. Ne, natürlich waren manche Sets auch noch ein bisschen abhängig davon, was ich dann... Oh, ich setze mich mal wieder ordentlich hin. So, ich kann gleich viel freier sprechen. So, wo war ich? Auf jeden Fall sind manche Sets davon abhängig gewesen, welches letzte Pokémon ich mitnehme, aber so die Grundkonstellation war mit beiden Pokémon gleich und zwar schwankte ich sehr stark zwischen Altarian, Serpyroyal. So, beide haben hier Pokémon, die sie hart kontern. Serpyroyal hat Probleme mit Torn und mit Tandrak und Altaria hat Probleme mit Bronzong. So. Und ich habe dann am Ende gedacht, okay, ich glaube, die Chance, dass Altaria hier was macht, ist ein bisschen größer, denn es kann defensiv noch ein bisschen agieren. Ebenso gegen Pokémon wie Panferno oder Bulu zum Beispiel. Oder auch gegen Despotar ist das nicht übel. Ne? Und genau deswegen habe ich hier Altaria halt dann am Ende den Vorzug gegeben. Denn ja, es wird nicht wirklich viel machen, außer defensiv. Und bei Serp ist das halt eben ähnlich. Es wird auch nicht viel machen, aber defensiv hat es halt auch gar nichts zu bieten. So. Und ja, keine Ahnung. So, dann muss ich aber natürlich mit Altaria ein Set bauen, das wenigstens nicht komplett richtig ultra krass von Bronzong gefickt wird. Und ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Das dürft ihr jetzt entscheiden. Ich klappe das Set mal aus und es sieht total behindert aus. So. Wir spielen nämlich gegen Bronzong Unheilböen. So. Den machen wir damit ungefähr so ein Viertel Schaden, ein bisschen mehr. Also, wenn er keine Lefties hat, sollten wir den auch mit 3 bis 4 Hits davon besiegen können. Aber wir müssen ihn natürlich predikten, weil die Schallwelle macht gar nichts. So, wir können allerdings durch Watteschild tatsächlich auch ein 1v1 einnehmen. Denn dann gehen wir auf plus 3 Def und können uns gegenroosten. Dann nervt natürlich Toxin, aber Gyroball und Heavy Slam machen auf einmal nicht mehr so viel. Und Watteschild ist auch nicht nur gegen Bronzong, sondern gegen viele Pokémon ganz gut. Wir können das eventuell gegen Bulu oder gegen Panferno oder gegen Libeldra oder was auch immer. Oder Bisbark zum Beispiel auch aufsetzen. Oder auch wenn wir es aufgesetzt haben, Kill kriegen und das dann halt so da stehen und sagen, hey, wir sind auf plus 3 Death, dann hat er eben nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, Altaria safe zu revengen. In der Theorie.
Mit anderen Worten, dieses Altaria ist ein erstmal defensives Pokémon. Wir sehen jetzt kühne Wesen und sehr, sehr viel Death-Investment, weil ich möchte das auf physische Angreifer draufwerfen. Ich möchte dann das Watteschild drücken und dann Bronzong, das auf Altaria draufkommt, mit den Unheilböen 1v1. Ja, klingt total albern, kann aber klappen. Und sollte ich einen Unheilböen-Boost bekommen, Leute, das wäre geil. Ich meine, die Chance ist nur 10%. Aber das sind halt manchmal die Sachen, die man braucht, um safe in die Playoffs zu kommen, okay? Also ja, gehen wir nochmal ganz kurz über die Faust. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. 20 Speed als Anti-Speed-Creep, einfach nur so ein bisschen. Dann bin ich hier sehr physisch defensiv. Und zwar war das, glaube ich, dafür, dass das Rambos uns nicht vorhittet, wenn wir plus 3 sind. Und ja, da geht noch ein bisschen was in den Spezialangriff eben, dass wir halt ein bisschen mehr Schaden gegen Monster machen. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Altaria hier so machen kann. Ich denke mal, dass das durchaus ein Set ist, was im Early Game viel tun kann, einfach ein bisschen zu scouten. Mal schauen, je nachdem, was so dabei ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das in der normalen Form lasse, damit wir nämlich hier die innere Kraft haben, damit wir halt, ja, das Toxin, das vielleicht von Monster oder von anderen defensiven Pokémon kommt, dann wieder wegheilen können. Und vor allen Dingen, dass wir auch keine Stahlschwäche bekommen. Ja, dann sind wir halt mit dem Watteschild noch besser aufgestellt. Jo, so sieht das Ganze aus. Also das ist mein Team. Der Plan ist einfach, erstmal ein bisschen zu gucken. Ich muss erstmal rausfinden, was er überhaupt eingepackt hat. Wie gesagt, das ist schwierig zu predikten. Dabei helfen mir halt ein paar Pivots, wie Jirachi zum Beispiel, vielleicht auch Altaria. Und da muss ich gucken, dass ich eventuell einen guten Moment bekomme, um mit Entei zu breaken, um mit Grandiras irgendwie ein paar Lücken zu reißen. Mit diesen beiden Pokémon sollte das gelingen. Und mit Quajutsu kann ich dann revengen. Oder auch vielleicht einfach so mal ein bisschen Druck machen. Auch da kann ich ja mal auf einer Kehrtwende von Jirachi vielleicht auf das richtige Pokémon draufkommen. Und Pampros ist eher das Pokémon, das ich mir für Bismarck aufbewahren würde, sollte es dabei sein. Also das ist so ein bisschen so der ganze Plan. Ja, also ich muss erstmal gucken, was ist dabei und dann muss ich halt schauen, wie ich es mache. Also es kann sein, dass ich sehr Prediction-lastig spielen muss. Es kann sein, dass ich sehr safe spielen kann. Das ist alles davon abhängig, was ich so gegenüberstehe. Und ich bin super gespannt, was es am Ende sein wird. Und ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich bin nicht 100% zufrieden mit diesem Team. Denn, keine Ahnung, Beispiel Bonzong ist nicht dabei. Boah, dann wäre Dragonlance Altaria ultra geil gewesen. Stattdessen spiele ich so ein Gammel-Set hier. Wisst ihr, was ich meine? Oder stell dir mal vor, keine Ahnung, Gastron ist nicht dabei. Dann hätte ich vielleicht doch Bandit Entei spielen können oder so. Ne? Einfach mal ganz verrückt als Gedankenexperiment. Ihr seht das schon. Oder stell dir mal vor, ganz viele andere Pokémon wären nicht dabei und Serp wäre super geil gewesen. Ich weiß es nicht. Und Landhuren hätte auch was machen können. Ne? Ich habe es eingangs schon gesagt. Ich werde mich wahrscheinlich, also egal was kommt, über irgendwas ärgern. Also ich kann eigentlich nur eine Teambuilding 50-50 verlieren. Weil irgendeine verliere ich. So, ich kann aber auch ein paar gewinnen. Aber egal. Kann ich jetzt nichts dran machen. Das ist das Team, was ich gebaut habe. Und ich kann damit gewinnen. Kann echt geil sein. Es hat ein paar Überraschungssachen. Ne? Gerade so vielleicht das Entei mit dem Expertengurt, das auch wenn man so eine starke Kraftreserve bekommt. Weakness Policy von Grandiras. Unheilböen von Altaria. Da kann einiges passieren, das mir dann auf einmal einen riesigen Vorteil verschafft. Ob das Ganze klappt, das seht ihr morgen. Ich werde auch mal direkt nachschauen, wie spät. So, wir werfen mal den Spielplan. Wann spielen wir gegen Biene? Zack, zack, zack. 10. Spieltag. Wir sind um 14 Uhr dran, also wir sind der zweite Kampf morgen. Ja. Genau. Right, dann dürft ihr mir wie immer sagen, was ihr von dem Team hier haltet. Vielleicht seht ihr noch ein paar Sachen, die man hätte machen können. Ein paar Sachen, die mir nicht so gut gelungen sind. Ihr könnt mir auch verraten, was ihr vielleicht gepreppt hättet. Oder ob ich was gefunden habe, wo ihr gar nicht dran gedacht hättet und so weiter und so fort. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns, wenn ich Glück habe, morgen um 14 Uhr. Es wäre mir eine Freude. Und schaut auch durchaus bei den anderen Teilnehmern vorbei, die allesamt gute Teambuildings machen. Außer natürlich Lauris, der sowieso nicht in unserer Conference ist. Aber ich wollte es einfach mal ganz kurz erwähnen. Ja? Okay, danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ich würde sagen, bis morgen. Macht's gut, haut rein.